gefällt und damit nach außen transportiert werden kann. Eines muss man aber auch berücksichtigen, es kann auch einen nachwirkenden Informationsschutz für bereits abgeschlossene Vorgänge geben. Etwa in dem Fall, in dem ein Land in der Innenministerkonferenz auf Geheimhaltung pocht, dann würde die Bekanntgabe dieser Informationen dazu führen, dass in Zukunft dieses Land gar keine Informationen mehr in den Informationsstrom eingibt und damit die Grundlage des kooperativen Föderalismus letztlich zerstören. Und von dem Vertrauen in das wechselseitig eingegangene Geheimhaltungsversprechen lebt ja auch gerade dieser kooperative Föderalismus. Lassen Sie mich die wesentlichen Gedanken kurz zusammenfassen. Dieser Wandlungsprozess, der sich vollzieht vom intransparenten Staat, ist durchaus ein heilsamer, der Arkanstaat. Er verliert seine Funktion einer Geheimhaltung. Die Offenheit tritt immer stärker an die Stelle. Die Grundlage dafür bilden Transparenzgesetze und Informationsfreiheitsgesetze. Ein Zug, der ins Rollen kommt und nicht zu stoppen scheint. Die Behördenmitarbeiter müssen das nicht immer hervorragend finden. Und zum Teil herrscht auch in Behörden eine ganz erhebliche Skepsis gegenüber dieser Open Government Bewegung. Eine Reaktion in den Behörden besteht in der Informalisierung der Entscheidungsfindung. Behördenmitarbeiter fürchten sich vor einem Verlust von vertraulichen Beratungszonen, auch vor einer Einschränkung der Entscheidungsfreude und wechseln dann zu informalen Formen. Statt der Akte hat dann in Zukunft das Telefon und eine immer stärkere Funktion und Konjunktur. Verdenken kann man das letztlich niemand. Seneca hat das schön ausgedrückt mit den Worten: Du wirst kaum jemanden finden, der bei offener Tür leben und schlafen möchte. Transparenz, wir finden sie alle gut, aber vor allem dann, wenn wir sie von anderen erwarten. Und so wird wahrscheinlich von Ihnen jeder auch sagen können, wenn das Protokoll der Redaktionssitzung im Internet auftauchen würde, ich fände es auch nicht gut. Einen Unterschied gibt es aber schon. Trifft der Staat Entscheidungen, die alle betreffen, dann sollen auch alle die Möglichkeit haben, das Entstehen dieser Entscheidung nachvollziehen zu können. Und insofern kann man sagen, Transparenz ist ein gutes Fundament einer lebendigen Demokratie und diese Information soll fließen. Inzwischen fließt sie auch in einer Form, die zu einem Overflow teilweise führt, sozusagen durch Informationsüberschlag und Informationsüberwallung, Informationsverweigerung. Augstein hat das mal ausgedrückt, die Zahl derer, die durch zu viele Informationen nicht mehr informiert ist, sie steigt. Ihre Aufgabe als Journalisten in Zeiten von Big Data ist es dann, Orientierung in dieser Datenflut zu verschaffen und jeder Form einer öffentlichen Kontrolle den Auftrieb zu verleihen. Zu wünschen ist insofern aus meiner Sicht vor allem zweierlei. Es möge Transparenzgesetze regnen und Sie mögen daraus die Saat einer lebendigen Demokratie machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es auch sowas wie eine Grenze dieser Informationsfreiheit, dass eine Behörde zum Beispiel sagen kann, naja, Sie können diese Information gern haben, aber wir können schlichtweg nicht leisten. Wenn wir das jetzt auch noch alles aufbereiten müssten, dann würden wir zu unseren eigentlichen Aufgaben gar nicht mehr kommen. Also können die sagen, unsere Kapazitäten sind begrenzt, wir können das machen, ist das legitim? Das wäre zugleich auch ein gefährlicher Türöffner, um jede Form der Unterwanderung des gesetzlichen Anspruchs, Informationen zur Verfügung zu stellen. Insofern sind die Gesetze da auch zu Recht restriktiv. Sie sehen durchaus vor, eines, was ich noch nicht betont habe, dieser Anspruch ist nicht kostenfrei. Das gilt insbesondere für IFG-Ansprüche. Das soll aber nicht dazu führen, dass dadurch man abgeschreckt wird von Informationen, sondern die Gesetze sagen bewusst, es darf dann nur auch das an Kosten in Rechnung gestellt werden, was tatsächlich Verwaltungskosten sind. Abschreckende Gebühren dürfen nicht erhoben werden. Und insofern sind die Gesetze ganz bewusst auch so konstruiert, dass sie diesen Schutz auch tatsächlich sicherstellen und es nicht durch
Unwillen oder Überlastung zur Verweigerung kommt. Denn wenn man das zuließe, führte es dazu, dass damit bequem jede Form der Information verweigert werden kann. Ja, Philipp Seid von Spiegel Online. Besten Dank für diese doch sehr strukturierte Vorstellung nochmal. Ich glaube, die Stichworte hatten wir alle schon mal, aber das so nochmal zu sehen, fand ich sehr schön. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie konkret muss die Informationsanfrage sein? Also kann ich eine Behörde bitten, mir alle Informationen zum Beispiel zu einem Betrieb XY zur Verfügung zu stellen? Oder muss ich sagen, ich hätte gerne den Inspektionsbericht der Jahre 2000 bis 2015? Das ist das eine. Und die andere Frage ist, Sie hatten den Föderalismus schon angesprochen. Der führt ja gerne dazu, dass diese Anfragen nach unten durchgereicht werden. Also man fängt oben an bei der Bundesbehörde, die sagt ja, das liegt aber bei den Ländern. Man fragt bei den Ländern, die Länder sagen, ja, müssen Sie Bezirksregierungen fragen. Und dann kommt man natürlich irgendwann in Größenordnung, wo eine sinnvolle Antragstellung eigentlich nicht mehr möglich ist, weil man jede Bezirksregierung oder jeden Landkreis ja nicht mehr mit einem Einzelantrag fragen kann. Also ist das legitim oder kann man auch sagen, nein, ich hätte gerne, dass ihr das von unten hochreicht und mir dann letztlich eine Antwort gebt? Ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Die Behörden dürfen nur entscheiden, wenn sie zuständig sind. Und da der Gesetzgeber weiß, dass man nicht nur Zeit hat, Zuständigkeitspläne zu studieren, sehen einige der Landesinformationsgesetze auch vor, dass in den Fällen der Unzuständigkeit der Antrag weiterzureichen ist an die zuständige Stelle, damit man auch hier nicht die Gefahr aufbaut, weitergereicht und irgendwann frustriert aufzugeben. Und insofern ist es durchaus ein berechtigtes Anliegen, dass nur die wirklich zuständige Behörde entscheiden darf, denn sie würde ja sonst Informationen preisgeben, über die sie gar nicht verfügen darf und damit sich über ihr Recht letztlich hinwegsetzen. Jetzt muss ich gerade nochmal dem Stichwort für die erste Frage. Wie konkret muss es sein? Genau. Das IFG will zwar voraussetzungslos sein und alle Informationen öffnen, das heißt aber nicht, dass ein Antrag dann ganz unpräzise sein darf. Wenn er so unpräzise ist, dass er gar nicht bearbeitet werden kann, dann darf auch der Antrag als im Grunde nicht bearbeitbar zurückgewiesen werden. Und je konkreter, umso besser, so viel ist auf der einen Seite klar. Und wenn es unspezifisch ist, dann darf die Behörde das als sozusagen nicht bearbeitend zurückweisen. Hi, Daniel Repper von Korrektiv. Ich wollte nur noch mal kurz was dazu sagen, zu den Anfragen, wie einfach und wie wichtig das eigentlich ist. Wir versuchen ziemlich viel mit diesen Anfragen zu arbeiten und wir stellen immer wieder fest, dass Behörden entweder noch nie Anfragen bekommen haben oder sehr selten Anfragen bekommen oder nie wirklich gezwungen werden, Sachen rauszugeben. Und ich wollte nur noch mal einen ganz kurzen Schlussappell, die letzte Frage sein, aber an alle richten, bitte Anfragen zu stellen und auch einfach mal ins Blaue hinein Anfragen zu stellen, weil alles, was passieren kann, ist, dass die Behörde Nein sagt und stellt mal eine neue oder eine andere oder redet mit denen. Also je mehr Anfragen gestellt werden, desto besser für alle. Und das Zweite ist, dass wir ein E-Book rausgegeben haben, was auch kostenlos zu bekommen ist bei uns, oder einfach eine Mail schreiben, wo nochmal relativ detailliert drinsteht, was eigentlich die Probleme sind und was man machen kann, um die Probleme zu umgehen. Also bitte Anfragen stellen. Überfrag den Staat.de, sagt Stefan Wermann. Genau, ich hake da kurz ein, weil das für die Programmplanung Ihres Nachmittags vielleicht ganz interessant ist. Wir haben nicht zufällig nach diesem Vortrag und nach dieser Stunde hier als nächstes einen Workshop oben mit Stefan Wermeyer von Korrektiv zum Thema, wie ich Daten von Behörden erfragen kann und wie ich die dann erforsche. Also wer das nochmal konkreter wissen möchte und nochmal mehr darüber diskutieren will, der geht gleich hoch in den Workshop-Raum. An dieser Stelle findet gleich in 20 Minuten ab 4 Uhr geht's los, eine Stunde statt zum Thema Informationsdesign. Also wie finde ich ein gutes, neues, innovatives Datendesign für meine journalistische Geschichte? Wie macht das Zeit online? Wie machen das Profis auf anderen Ebenen? Das schauen wir uns dann gleich an. Herzlichen Dank und ich schicke Sie jetzt erstmal in die Pause. Tschüss.